Es war also kein April-Scherz. Du bist in Burghausen Trainer. Wie kommst du denn zu der Ehre? Ja, es waren Gespräche, die dann am Ende sehr gut verlaufen sind und so bin ich jetzt Trainer geworden. Ja, aber trotzdem, in Kirchhain-Schöring ist es einige schon ein bisschen sauer aufgestoßen, dass du jetzt in Burghausen Trainer bist. Sag einmal, wie du dazu gekommen bist. Das ist ja nicht von heute auf morgen gekommen. Es ist auch nicht so, dass Kirchhain-Schöring nicht über diese Thematik Bescheid wusste. Also es war so, dass ich permanent mit offenen Karten gespielt habe. Ich habe in Kirchhain-Schöring jeden informiert, bevor ich mich überhaupt mit irgendwem getroffen habe. Es gab irgendwann einen Anruf, ob ich Interesse habe, mir das anzuhören. Das habe ich bejaht. Dann gab es weitere Treffen und man hat sich eben ausgetauscht, kennengelernt, über die Thematik gesprochen, wie es eben jetzt ist. Und dann ist man eben auf einen gemeinsamen Nenner gekommen. Und dass der Zeitpunkt ungewöhnlich ist, das ist mir auch klar. Ist aber jetzt so und es ist auch müßig, darüber zu sprechen, weil die Situation jetzt so, wie sie ist, ist. Und daran wird sich auch nichts mehr ändern. Du hast da auch eine Ausstiegsklausel gehabt, wenn du einen lukrativeren Job findest, ist das richtig, dass du dann wechseln kannst? Also lukrativ nein, also das hat nichts mit lukrativ zu tun, sondern es ging darum, dass es, ich zum einen gar keinen richtigen Vertrag hatte und zum anderen das besprochen war, dass wenn die Situation da ist, dass ich eine Chance habe, irgendwas um nach oben zu kommen und eine Chance das für mich sehe, dass man mir dann keine Steine in den Weg legt. Und das war jetzt nicht das Erste. Die anderen Situationen, die schon da waren, waren nicht interessant für mich persönlich. Und Burghausen ist einfach eine reizvolle Aufgabe, ein super Verein. Und so kam eben eins zum anderen. Okay, du triffst auf eine sehr gut eingespielte Mannschaft. Aktuell 4. Tabellenplatz, 42 Punkte. Tendenzen ein bisschen nach oben. Was ist deine Zielsetzung hier? Meine Zielsetzung ist in erster Linie, dass wir die erste DFB-Pokal-Hauptrunde erreichen und dass wir uns jetzt kennenlernen, um dann in der neuen Saison ähnlich erfolgreich Fußball zu spielen. Und da ist noch ein Haufen Arbeit vor mir oder vor uns gemeinsam und damit beginnen wir jetzt. Machen wir einen kurzen Ausblick. Freitag, Lokalderby, sehr wichtiges Spiel für Burghausen in Buchbach. Das erste Mal als Trainer auf der Bank. Was ist dein Bestreben in Buchbach? Also mein Bestreben ist ja grundsätzlich, Spiele zu gewinnen. Und auch das wird am Freitag nicht anders sein. Und wie wir das angehen und in welcher Konstellation und mit welcher Ausstellung, das werden wir dann am Freitag sehen. Okay, was hast du denn für einen Eindruck von der Mannschaft? Einen guten. Sehr gut. Okay, willst du noch was loswerden, irgendwas? Nein, danke.